So, und damit willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Ihr seht, das Feld ist abgeerntet. Ich muss im Grunde nur noch die letzte Fore abgeben. Komm, gib Gas. Dann wäre der Auftrag auch geschafft. Und zwei andere Aufträge sind auch kurz vor Beendigung. Dann noch ein Stückchen weiter. So, abkippen. Jetzt hoffen wir mal, dass... Jawohl, da kommt einiges an Überproduktion rein. Oh, richtig viel. Okay, dann. Damit ist unser Kredit auf jeden Fall abgezahlt. So, den Auftrag geben wir jetzt ab noch. Abschließen. So, dann hier müssen wir noch ein bisschen grubbern, senken, Tempomat rein, da fehlen glaube auch nur noch 2-3%. Diese Bahn und vielleicht noch einmal wenden und zurück. Dann sind wir hier auch fertig. So, eben. So. Jetzt brauchen wir es nicht mehr so genau machen. Dann haben wir mal ein bisschen Polster. So. Feld 48 auch abgeschlossen. Okay, dann heben wir an. 48 abgeschlossen. So. Und jetzt noch Feld 19 sind wir bei 81%. Moment, da zahlen wir unseren Kredit ab. Jetzt sind wir noch. Oh. Habe ich das falsche Gewicht mitgenommen? Gut, macht nichts, wenn wir den Auftrag abgeben. Für die Zugmaschine gab es im Grunde ein Gewicht. Ich habe es nur nicht geschafft, irgendwo dran zu machen. Keine Ahnung, wie das angebracht wird. Und da habe ich das wohl bei dem nächsten Fahrzeug dran gehangen. Deshalb liegt das jetzt noch auf dem Feld bei der 48. So. Hier müssen wir ein paar Bahnen mehr ziehen. Aber das ist mal ein krasser Flug. Also, ich glaube, das ist der größte normale Flug, den es gibt. Ich glaube, 8 Meter Spannweite. Oder Breite in Bearbeitung. Tiefenlockerhorn und so ist. Was gab es noch? So Spaten. Spatenflüge oder weiß ich. Einzelspaten, Umbuddlungsdinger. Moment, wir fahren eh geradeaus. Da kann ich doch mal schnell P drücken. Gucken wir mal, wie hieß das? Steinsammler, nein. Flüge, Grubber, Scheibenecken, Tiefenlocker, Spatenmaschinen. Ach so, heißt nur Spatenmaschinen. Und die müssten, glaube ich, auch mit als Flug zählen. 2,5 Meter, 3 Meter, okay. Die sind ein Witz. Tiefenlockerer, gucken wir mal da. 6 Meter, 8 Meter, 4. Okay. Oh, oh Gott. Bremsen. Nicht so lange in die Menüs gucken. Oh, ist noch ein bisschen schief gekommen. Und noch, naja. So, senken. Tempomat an. Wir haben ja hier auch wieder einen Puffer. Also. Ich kann damit leben, dass wir hier so
ein, zwei Zeilen am Ende stehen lassen haben. Machen wir mit dem Geld? Sollte ich in größere Bienenkörbe investieren? Aber bringt das im Winter überhaupt was? Wir sind jetzt noch im November, im ersten Jahr. Und wir haben nur drei kleine Bienenhäuser. Ich glaube, die großen hatten 20.000, 30.000 gekostet. Boah. Ja, die hätten dann, glaube ich, auch eine größere Reichweite. Ja, gefühlt. Mit dem Honig mache ich aktuell nicht viel Geld. Also, nach der einen Seite kann man noch ein bisschen schlecht wenden, weil wir da mit dem Traktor kollidieren. Ich könnte zwar einen Flug immer hochklappen dabei, aber muss nicht sein. So, senken, Tempomat. Gucken wir mal, wie viel Prozent. 86. Okay, ich glaube mit 81 hatten wir angefangen. Ich dachte, das geht jetzt ein bisschen schneller jetzt auf die letzten Meter, aber. Ende dieser Folge dauern. 50.000. Ich weiß nicht, wie viel kriegen wir hier. Das war ein extrem großes Feld zu pflügen. Also nochmal so ein 10.000er Auftrag. Okay, sagen wir mal, wir haben 60.000. Gut. Wir könnten unsere eigenen Maschinen vielleicht mal reparieren. Wir könnten einen Kärcher kaufen und unsere Maschinen mal sauber machen. Könnten einen Kalkhänger kaufen. Den brauchen wir auf jeden Fall nächstes Jahr. Den Flug haben wir auch noch nicht. Scheiße. So, jetzt ein bisschen langsamer. Zu Ende ziehen. So. Eben kurz so ein bisschen einwenden, hart drehen. Schweine, Kühe, Pferde wollte ich jetzt noch nicht holen. Option wäre vielleicht ein größerer Schafstall. Also mit meinen drei Gewächshäusern bin ich zufrieden. Mit dem Hühnerstall bin ich zufrieden. Da will ich auch nicht mehr haben, auch wenn wir da wirklich wahnsinnig Geld verdient mit. Mit der Wolle kann ich noch nicht abschätzen, weil wir halt nur den mittleren Schafstall bzw. den kleinen Schafstall gekauft haben. Der
ganz kleine wäre halt nur das Gatter. Das zählt für mich nicht als Stall. Also aktuell entweder ein bis zwei große Bienenhäuser. Oder Schafstall. So. Nummer größer. Da bräuchte ich auch dann auch viel Geld für neue Schafe. Da müssen wir fast wieder in Kredit reingehen. Für die Schafe hatte ich, glaube ich, nur Gras gebraucht oder Heu. Ich glaube, Gras kann ich demnächst wieder um unsere drei Felder herum mähen. Das wäre kein. Nee, wir gehen. Ich glaube, Bienen. Und dann muss ich mal die Zeit vorspulen. Ich bin halt so langsam im Fortschritt. Auf Echtzeit laufen habe und dann oftmals auch noch die Aufträge von den anderen Bauern mache. Also für mich ist keine Option, jetzt extrem hohen Kredit aufzunehmen, um irgendwie ein weiteres Feld zu kaufen. Komplett auf Pump. Auch wenn sich das ohne Probleme auszahlen würde. Okay. Das war vielleicht ein bisschen arg eng, diese Kurve. So, bremsen. Wieder senken. Und Tempomat. Gibt's im Winter hier großartig was zu tun? Nicht. Mal Schnee fällt oder irgendwie sowas in der Art. Oder passiert das dann nur in der alpinen Map? Felder sind halt mit Raps bestellt. Das wird noch zig Monate dauern, bis da mal was zu tun ist. Vielleicht zwischendurch noch mal mit einem Striegel wegen Unkraut drüber. Ansonsten gibt es da nichts zu machen. Ab und an halt mal ein bisschen Gras. Sollte aber im Winter jetzt auch nicht so krass wachsen. Vielleicht noch einmal einen Schnitt machen, falls wirklich Schnee kommt. So. Und mit Schwung einmal wenden. Senken. Tempomat. Einfach nur
Monster. Krass. Ich glaube, ein Traktor bei uns hat noch keine Pflegebereifung. Das könnte man mal in Angriff nehmen. Ich weiß es nicht, wie es mit unseren Hängern aussieht. Ich glaube, die haben auch keine Pflegebereifung. Ja, war jetzt auch nicht so tragisch. Mehr Bienen, mehr Honig. Ein Bienenhäuschen werde ich trotzdem erhalten. Ah, komm, jetzt fahren wir. Hier mal Außenseite senken. 3. Das muss doch bald reichen. So, mal gucken. 99%, das schaut gut aus. Komm, gib mir das Go, dass wir fertig sind. Prozentpunkt. Lohndienstleistung auf Feld 19 abgeschlossen. Jawoll, ja. So. Rest machen wir nicht. Abschließen. Was gibt es jetzt noch? Ernten, Zuckerrüben. Na. Mais. Getreidespeicher. Das war wieder da. Oben. Mais haben wir erst gemacht. Feld 44. Ich guck mal ganz kurz, was das Feld kosten würde. 44 müsste hier unten. Oh, das ist gegenüber bei uns. Land. 44, fast. Fast 400.000. Ja. Vergessen wir mal. Hatten wir jetzt den Auftrag abgegeben? Ja. Gruppern. Nee. Dann gucken wir mal bei uns. Der Hänger steht natürlich voll im Weg hier eigentlich. Der steht gut hier. Unser Ladewagen. Noch kein Unkraut. Ich guck mal kurz bei dem Bienenstall. Bereich 25 Meter. Ihr Raben geht weg. 25 Meter, der kleine. 63.000. Schafe, wie geht's euch? Ihr habt noch genug zu fressen. Hühner, euch geht's auch gut. So viele Eier sind es bisher noch nicht.
nicht, kein neuer dazugekommen. Ja. Dann beenden wir mal hier die Folge. Ich sage tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.